Wenn man den EU-Bürokraten Glauben schenken will, ist das Abtreten von Souveränität, das Ende von nationaler und kultureller Identität eigentlich das Nonplusultra. Dass Menschen um ihre Identität, um ihre Sprache, um ihre Kultur kämpfen, ist in Brüssel unvorstellbar, an anderen Ecken und Punkten der Erde durchaus etwas Selbstverständliches. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament. Diesmal von ganz weit weg, von der Ostküste Kanadas. Wir sind bei Rolf Baumann in seinem kulturellen Zentrum. Und der Schwerpunkt bei dir und der Schwerpunkt hier ist genau diese kulturelle Findung, ist der Erhalt von Kultur, von nationaler kultureller Identität der indianischen First Nation, wie sie sich selber nennen, richtig, der Urbevölkerung genau. Hier. Du bist vor 26 Jahren ausgewandert. Richtig, genau. Und wie kamst du zu diesem Thema? Das ist eine gute Frage. Vor 26 Jahren habe ich relativ schnell gesehen, dass es kaum indianische Kunst und Kultur hier noch gab. Ich konnte mir aber vor 26 Jahren einfach nicht vorstellen, warum. Ich habe dann sehr viele Recherchen betrieben und jahrelang auch Indianer Kunst und Kultur gesucht, habe sie auch irgendwann gefunden. Ich habe aber erst Jahre später durch indianische Freunde mitbekommen, warum wir so wenig Kunst und Kultur indianische an der Ostküste haben. Und ich denke, es hängt einfach damit zusammen, die geografische Nähe zum British Empire und natürlich auch nach Frankreich hat es geschafft, dass die Franzosen und sicherlich auch die Engländer, natürlich die Indianer, wirklich zerrieben haben in Kriegen. Ja. Und wenn du dir die geografischen Karten anschaust, wirst du sehen, wir sind 6.000 Kilometer weg von Europa und British Columbia, unsere andere Provinz im Westen, wäre 12.000 Kilometer weg von Europa. Das heißt, die Kriege haben es einfach leider geschafft, die Indianerbevölkerung hier derartig zu dezimieren, dass wir hier 0,5% bis 1% der Bevölkerung an Indianern haben. Heute ist der heute nur noch 0,5 bis 1%. Und in den anderen Provinzen kann 3 bis 7%. Ja. Und ich meine, da siehst du einfach schon, die Menschen sind nicht mehr da, um diese Kultur zu bewahren. Ja. Und ich probiere halt die letzten Reste dieser Kultur überhaupt noch zu finden, seit 26 Jahren, was sehr schwierig ist, denn die Indianer sind natürlich auch jahrelang missbraucht worden. Wenn du einfach mal 500 Jahre von Geschichte dir anschaust, wir fangen mit um 1500 an, da war Christopher Columbus, Cortez in dem Teil, den wir heute Mexiko nennen oder noch weiter südlich auf dem nordamerikanischen Kontinent. Und hier oben war es Giovanni Caboto, der später als John Cabot benannt wurde. Und dort hatten wirklich von einigen Wikingern abgesehen, die Indigenous People, die Ureinwohner, zum ersten Mal zu tun mit Europäern. Und von Wikingern wurden sie anders behandelt? Ich vermute es, weil ich weiß es nicht, dafür gehe ich einfach mal aus. Ist ja tausend Jahre her. Und was natürlich automatisch passiert ist, die Europäer haben gewisse Krankheiten mitgebracht, gegen die Indianer überhaupt keinerlei Abwehrkräfte und Immunität hatten. Daraus hat sich ergeben, dass viele verstorben sind. Was natürlich schlimmer war, ist, dass dann in den folgenden Jahrhunderten öfter Europäer auch pockeninfizierte Decken an Indianer gegeben haben, die dann eben auch dort gestorben sind. Also ganz bewusst ja, natürlich, das natürlich, fehlende Immunsystem, die fehlende Abwehrkräfte natürlich genutzt, um letztendlich Stämme auszurotten. Richtig, korrekt. Und ich meine, du kannst dir eins vorstellen, wenn dein spiritueller Leader, dein Führer, ein Schaman oder ein Medizinmann sind und die auf einmal 90% des Stammes verenden sehen, ist natürlich der Glaube an die indianischen Götter sofort vollkommen verloren. Und das war ein Problem. Die Indianer haben dann natürlich sich verlassen gefühlt von ihren Göttern, haben auch andere Götter gesucht. Und wer war da natürlich mal wieder in der Geschichte, wie oft, die katholische Kirche. Die Priester hatten dann irgendwelche Medizin sogar, haben nicht mehr geholfen und ruckzuck hatte man Indianer zum Katholizismus übergeführt. Sehr traurig, denn da sind schlimme Sachen passiert, viele schlimme Sachen. Also vor allen Dingen hast du dann mit einer solchen Veränderung, ist natürlich auch, was du sagst, das spirituelle Leben, der Schamanismus, völlig kaputt. Genau. Du hast eine andere Religion, die mit der ursprünglichen Ausrichtung der Menschen hier überhaupt nichts zu tun hatte und auch gar nicht passt. Nein, natürlich nicht.
Diese 500 Jahre, ich meine, man hat verschiedene Konzepte gehabt, um Indianer wirklich auszumerzen, auszurotten, um ihnen Macht und auch Boden wegzunehmen. Ich meine, das nächste wäre gewesen, dass man dann Kriege geführt hat. Und da muss ich leider sagen, weder die Amerikaner noch die Spanier, noch die Franzosen, noch die Engländer haben da irgendwo sich fair verhalten. Indianer sind in großem Maß eben auch niedergemetzelt worden. Und als dann Kriege auch nicht mehr so wirklich das waren, was man machen wollte, kam dann ein Gouverneur Cornwallis 1749 in Halifax. Ich rede jetzt dann spezifisch nicht mehr vom ganz nordamerikanischen Kontinent, sondern von Nova Scotia und der Gegend hier in den vier Atlantikprovinzen. Also Halifax ist jetzt hier der nächste wirklich große Flughafen. Ja. Insofern sind wir genau in dieser Ostküstenregion, Hauptstadt. Genau. Von Kanada. Genau. Zur Orientierung. Genau. Genau. Und was dann halt passiert ist, erst war es wohl so, dass die Franzosen Indianer dazu bewegt haben, Engländer zu skalpieren, denn erst waren ursprünglich die Indianer halt die Allies, die Freunde der Franzosen. Wobei man sagen muss, dass diese Franzosen so als Arkadier einer ganz speziellen religiösen Gruppierung angehört haben, die es sehr schwer hatte, sich dem Druck des britischen Empires und der Krone zu... Sie wollten sich nicht unterwerfen, natürlich, was ihr gutes Recht aber war. Aber natürlich waren die Franzosen zuerst hier, darum ging es einfach. Eben. Und danach hat dann Cornwallis gesagt, okay, wenn das so ist, dann werden wir halt hingehen und werden dann auch dementsprechend eine Bounty auf die Köpfe von Indianern aussetzen. Also eine Prämie. Eine Prämie, ein Kopfgeld, genau. Ja. Er hat noch was anderes gemacht, was interessant ist. Ja. Er hat, und was eben zeigt auch die Mentalität... Er hat mit einem Taschenspielertrick die Mi'kmaqs, also die Eingeborenen hier, den indianischen Stamm, zu Rebellen erklärt. Und dadurch unterliegen sie nicht dem sogenannten Gesetz. Kriegsvölkerrecht. Genau. Und was du dann ansprichst, diese Skalpprämie, betraf eben nicht nur die Krieger, was schon schlimm genug gewesen wäre, sondern eben auch die Frauen, die Kinder, die Kreise. Genau. Also es war eine Ausrottungsprämie. Es war einfach so, es war eine Bounty und die ist 1749 eingesetzt worden von Cornwallis. 10 Guineas waren es und damit man effektiver sein konnte, ist das ein Jahr später auf 50 Guineas erhöht worden. Wir stehen in Halifax und sehen im Hintergrund die Figur, die Statur von Edward Cornwallis, dem Gründer von Halifax. Bis heute ist das ein großer Anstoßpunkt zwischen Indianern und viele Indianer sind immer noch sehr beleidigt darüber, sehr verletzt, dass Schulen nach diesem Mann benannt wurden, Städte, Straßenzüge und hier auch ein ganzer Park und sogar eine Statue dort vorhanden ist. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Ich persönlich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich habe indianische Freunde darauf hingewiesen. Sie haben mir ganz klar gesagt, sie wollten dagegen demonstrieren, dass gegen diesen Mann Statuen etc. in Halifax immer noch stehen. Und ich habe dann wirklich Research machen müssen, weil es war für mich undenkbar, dass ein solcher Massenmord wirklich passieren könnte, dass wirklich Indianer für Geld, für 10 Guineas oder 50 Guineas umgebracht wurden. Und dass es eben auf 50 Guineas erhöht wurde, um noch effektiver zu werden. Ich finde das unglaublich schlimm. Aufgehört hat man nur aus zwei Gründen. Irgendwann war kein Geld mehr da. Und bemerkte man irgendwann, dass auch wohl die Skalps von blonden Menschen da waren, hat man gemerkt, es waren keine Indianer mehr. Das war wirklich, warum man dann aufgehört hat. Nur Tatsache ist, da wurden Indianer natürlich wiederum ausgemerzt. Wiederum die Franzosen und die Engländer und Briten haben dort sicherlich beide sich wieder Schlimmes zu Schulden kommen lassen. Und als das dann auch nicht mehr so ganz effektiv war, denn man konnte ja nicht weitermachen, hat man gesagt, na prima, wie so oft schon in der Geschichte, wir nehmen die katholische Kirche dazu. Man hat dann 1890 plus minus angefangen, sogenannte Residential Schools auszubauen, wo es einfach darum ging, die Indianer zu rekonditionieren, zu assimilieren. Man hat im Alter von 6 Jahren den Müttern die Kinder weggenommen und bis Alter 16 in diesen katholischen Schulen, primär waren es katholische Schulen, erzogen, ausgebildet, wenn ich mal so ausdrücken darf. Aber wir haben von mit David gesprochen. David war zum Beispiel einer unserer Künstler in den 60er Jahren noch in einer solchen Schule. Und David hat mir selber gesagt, Rolf, mir ist die Nase blutig geschlagen worden, wir sind alle oft geschlagen worden, einfach deshalb, weil wir nicht schnell genug für den Lehrer waren in Mathematik oder was auch immer. Und wenn ich zurück... Du hast jetzt gesagt, sie sind erzogen worden. Ja. Du hast die Anführungsstriche mitgesprochen. Hm. Also es ist an sich, so wie David es auch dann hier uns geschildert hat, eine echte klassische Gehirnwäsche. Sie durften ihre Sprache nicht sprechen. Sie mussten den Mund mit Seife auswaschen, wenn sie Indianisch sprachen. Genau. Er hat uns erzählt von einem alten
Ballspiel, eines der uralten Spiele, richtig, mit Bällen. Das durften sie nicht spielen, richtig, weil es eben eine, richtig, indianische Tradition war. Also es war eine echte Gehirnwäsche und es Unerziehung. War effektiv so. Bis 1960 oder 70 hat auch der kanadische Staat in dem Fall diese Residential Schools in den Händen der Kirche gelassen. Und irgendwann hat man gemerkt, es ging einfach gar nicht mehr. Dann hat der Staat es übernommen, war auch nicht wirklich wahnsinnig viel besser gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Viele sprechen davon, und das ist auch mit Sicherheit der Fall, dass Tausende von Kindern in diesen Schulen umkamen, einfach schon allein in den ersten Jahren aufgrund von fehlender Hygiene. Und das war immer ein Problem natürlich in solchen Fällen. Du hast Kollateralschäden würde man das heute korrekt, als genau, US genau, sagen. Ja, ja. Du hast in der Recht, du hast in der Tat recht. Viele Indianer haben mir gesagt, dass ihnen wirklich der Mund mit Seife ausgewaschen, ja, wurde und sie wurden viel geschlagen. Ich denke, man hat probiert, ihnen die letzten Reste der Selbstständigkeit, ihres Stolzes, ihrer Kultur wegzunehmen. Und wenn die Eltern die Kinder nicht in die Schule gehen lassen wollten, sind den Eltern Gefängnisstrafen angedroht, ja, worden, oder man hat ihnen ein Kindergeld weggenommen, was sehr wichtig war, denn du darfst alles nicht vergessen. Jana hat ursprünglich ein geniales System, sie hatten ein Tauschmittel oder ein Tauschmittelsystem, was wirklich okay war. Also das heißt auf Englisch Bartering, und irgendwann hat man sie dann assimiliert und ihnen eben Währung gegeben. Sie wussten erstmal gar nicht, was das war, Währung. Und dann irgendwann haben sie natürlich auch in dem System arbeiten müssen und dann eben auch auf Kindergeld gezählt. Das wäre ihnen weggenommen worden, wenn die Kinder nicht hätten zu diesen Schulen hingedurft. Und das war natürlich eine Währung mit Zins. Das ist nochmal ein ganz, ja, anderes Thema. Ja, da wollen wir gar nicht von reden. Wir kennen beide Andreas Popp, ja, dann wissen wir genau, was die Zinssysteme, ja, so im Laufe von den Jahrhunderten, ja, weltweit angerichtet haben. Natürlich. Jetzt hast du hier, und wir sitzen in einem wunderschönen Zentrum, ein Kulturzentrum, mhm, errichtet. Und dieses Kulturzentrum, er hat welche Aufgabe und was kann es mit dieser Aufgabe für die Indianer leisten? Das ist eine gute Frage. Ich denke, das hat sich einfach im Laufe der Zeit ergeben. Also ich kann auch nicht sagen, it happened to evolve. Ich denke, angefangen hat es damit, ich habe Künstler gesehen, die einfach sehr arm waren. Ja. Ich habe also eine Dame gesehen, die hat eine Drum bemalt, eine Trommel. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie schon mal Bilder gemalt hat. Hat sie gesagt, nein, das hat sie nie gemacht. Ich habe dann gesagt, Mensch, wenn ich dir Pinsel und Farbe kaufe und Leinwand, würdest du dann malen? Und das hat sie gemacht und auf einmal kamen ganz tolle Bilder dabei raus. Ohne Erziehung, ohne Ausbildung. Das ist das Interessante. Ja. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Bei vielen Indianern scheint es wirklich in Genen zu liegen. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe dann ihren Mann kennengelernt, der hat hinterher auch 5 Bilder gemalt, adäquat. Was auch sehr interessant. Was so der Fall war, und das ist bei vielen Künstlern weltweit das Problem, viele Künstler können sich selber sehr schlecht verkaufen, werden leider vielfach auch ausgenutzt von Galerien und auch sicherlich von anderen Menschen. Ich habe dann gesagt, passt auf Leute, macht die Bilder fertig, ich kaufe sie gerne, wir können uns auch gerne über die Preise unterhalten. Wichtig wäre nur für mich, dass ihr gut davon leben könnt. Und das hat mich zum zweiten Punkt geführt. Wir haben irgendwann gesagt, wir könnten ihnen auch Reproduktionsrechte abkaufen, denn das würde dann dazu führen, dass sie ein weiteres Einkommen haben. Nur es war sehr wichtig für mich, dass ich nicht irgendein Rechtsanwalt das macht, sondern dass diese Indianer Künstler auch dann einen eigenen Rechtsanwalt haben, den ich bezahlt habe, ja, um sie vernünftig über Rechte aufzuklären. Was hier hängt, sind Originale. Nur. Und du, absolut, hast damit die Möglichkeit,
dass die Originale verkaufen, gleichzeitig dir auch die Reproduktionsrechte verkaufen. Du hast jetzt ab 2013 geplant, dass die Möglichkeit auch besteht, hier von dieser wirklich beeindruckenden Kunst auch Reproduktionen, Drucke zu verkaufen. Genau. Wobei das dann wahrscheinlich, vermute ich mal, den Indianern wieder zugutekommt. Das ist der Punkt. Die dritte und vierte Möglichkeit für die Indianer, Geld zu verdienen, wäre eben die, sie können dann Kunstdrucke handsignieren, was wiederum für sie ein Einkommen gibt. Und das vierte heißt, sie können auch kostenlos von uns Kunstdrucke haben und die weiter verkaufen. Und auf der Basis, denke ich, und sind wir alle der Meinung, Indianer, Häuptlinge, alle, also jetzt alle, die dabei mitmachen, dass sie wirklich in der Lage sein müssten, sie auch sehr gut davon zu leben. Das war auch wichtig für mich, die Indianer aus der Armut rauszuholen. Die haben die ersten Bilder irgendwo im Kohlenkeller da rausgezogen, haben gesagt, willst du wirklich meine Bilder kaufen? Die will auch sonst keiner haben. Ich sage, ich möchte gerne deine Bilder kaufen. Ich sage, bitte mach das mehr, bitte male mehr. Und du bist bei den Künstlern, was ich auch so hier in den Gesprächen erlebt habe, in die Breite gegangen. Es gab also einige gehypte indianische Künstler. Absolut. Aber der Rest ist völlig quasi überhaupt nicht sichtbar gewesen. Und du hast jetzt hier alles sehr viel breiter aufgestellt. Ja, also es gab vorher scheinbar an der ganzen Ostküste keine größere Indianersammlung von Kunst. Selbst wenn du in Halifax in das größte Museum reingehst, die haben 2 Indianerbilder, wir haben 800. Ja. Und ich denke, das zeigt mir einfach, dass schon die Kunst da ist. Was ich jetzt sicherlich auch probieren ist, mit vielen Institutionen zusammenzuarbeiten, dass diese Kunstsammlungen durch die ganze Welt rotieren, zirkulieren können. Das Erste, was passiert war, der Bürgermeister von Halifax hatte uns gebeten, doch mit dem Rathaus für ein halbes Jahr eine Ausstellung zu machen. Das haben wir auch gemacht. Der neue Bürgermeister jetzt genauso. Und so kommen jetzt auch eine Menge Leute zu uns hin und sagen, Mensch, da gibt es ja endlich mal einen, der hat ja auch diese Kunst. Der würde uns die mal geben für ein halbes Jahr, für ein ganzes Jahr, wie auch immer. Und damit gibt es jetzt eben auch echte Ausstellungen, die vorher in dieser Provinz gar nicht denkbar waren, weil die Künstler haben von Hand in Mund gelebt, die haben hier da mal ein Bild verkauft und mehr ging einfach gar nicht. Jetzt Stichwort Bürgermeister, du hast auch eine politische Unterstützung auf der normalen politischen Schiene und du hast eine politische Unterstützung auf der Häuptlingsschiene. Ja, also Politik ist eine Sache, aus der ich mich immer raushalte. Da kann man eigentlich nur bei verlieren für meine Begriffe. Aber es gibt sicherlich einige Leute, die sehr charismatisch waren in der Amtszeit. Und wir hatten das große Glück, dass unser Ministerpräsident Roger MacDonald früher... Von der Region der Ministerpräsident. Von der Region, von der Provinz Nova Scotia, genau. Früher Lehrer war in indianischen Schulen. Und dass er außerdem auch zum ersten Mal der Ministerpräsident in ganz Kanada war, der gesagt hat, er bringt einmal im Jahr sein Kabinett mit allen Indianerhäuptlingen zusammen. Das heißt, die Häuptlinge haben ihn immer sehr verehrt, die Indianer überhaupt. Er hat viel Achtung den Indianern gegenüber immer bewiesen und gezeigt. It's a great project and it's well, this is the result. Und auf der Basis habe ich ihn dann nach der Amtszeit angesprochen, wobei ich sollte ein bisschen zurückgehen. Er war erst Minister für Immigration und Touristik. Da kam er sehr oft in unser Café, wir haben auch ein Café angegliedert an unser Kulturzentrum. Er kam oft ins Café, wir haben uns viel unterhalten. Und da habe ich halt gemerkt, er war einer von wenigen Politikern, die zuhören und auch Sachen umsetzen. Er war wirklich sehr charismatisch. Er war vorher übrigens auch Geigenspieler, immer noch als sein Hobby bisher. Er macht heute auch wieder viel Geigenspielen.
Jedenfalls, ich habe gemerkt, er war nicht der Durchschnittspolitiker, aber er war ein sehr netter Mensch, ein sehr kompetenter Mensch mit Charisma. Und der, dem das ganz ein Anliegen ist, ganz offensichtlich. Der nachvollziehen konnte, warum es für uns alle, für mich wichtig war, was mit Indianern zu machen. Und ich habe ihn nach der Amtszeit gebeten, habe gesagt, Rodney, ich habe hier vor, mit Indianern viel zu machen. Würdest du und könntest du bitte mithelfen? Und er hat mich dann gefragt, Rolf, was erwartest du von mir? Ich habe gesagt, schön wäre, wenn ich jeden Indianerhäuptling treffen kann. Er sagte, du willst aber auch nichts Einfaches haben. Ich sage, nee, ich sage, nicht wirklich. Und dann hat er es wirklich geschafft, in der Provinz mit, ich glaube, 11 oder 12 von 13 Indianerhäuptlingen erstmal ein Treffen zu haben. Und ich habe die Häuptlinge erstmal davon informiert, was wir, also jetzt, was wir überhaupt machen. Es war ja auch sehr wichtig, das zu machen. Die fanden das eigentlich durchweg sehr gut. Und ich habe dann aber auch gesagt, bitte versteht eins, ich halte mich auch aus der indianischen Politik raus, weil ich möchte nicht irgendwo involviert werden. Ich möchte nur eins, dass den Künstlern gut geht und dass wir die wirklich zu Musterbeispielen in ihrer Gemeinde, in der Native Community machen. Und zweitens auch sicherlich zu kulturellen Botschaftern Kanadas. Und das war sehr wichtig, weil es ging mir nicht nur darum, Brücken durch Indianer zwischen vielen Ländern zu schaffen. Es ging mir um eine zweite Sache, die mich da betroffen gemacht hat. Es gibt bis heute viele Kanadier, die nicht wirklich, wie soll ich das ausdrücken, sehr begeistert sind von Indianern. Ich meine, man muss hier sicherlich immer zwei Seiten sehen und das probiere ich auch. Auf der einen Seite probiert der Staat, den Indianern viel Geld zu geben und damit Sachen wieder gut zu machen. Nur wenn du 500 Jahre ein Volk niedermachst, kannst du nicht erwarten zu sagen, ich gebe dir Geld und morgen ist wieder alles in Ordnung. Du musst den Leuten erstmal eine Ausbildung geben, Stolz geben, Geschäftsmöglichkeiten geben, Schulen und so weiter geben. Vor allen Dingen das Entscheidende, auf was du ja auch und was auch Chief Morley, die, wir hatten die Chance gesagt, heute mit ihm zu reden und auch der David gesagt hat, wenn du diesen Menschen über Jahrhunderte die eigene Identität nimmst, natürlich hilft auch das Geld, mit dem dann Alkohol gekauft wird oder Drogen, natürlich auch nichts. Und das ist natürlich dann auch ein Teufelskreis der Ablehnung der weißen Kanadier zu sehen. Die sind eh faul und machen nichts und saufen oder sonst irgendwas. Das ist natürlich logischerweise bei einem kaputten Volk dann das Endergebnis. Natürlich. Aber das ist nicht das Problem der Indianer, sondern die Schuld oder die Ursachen liegen woanders. Einfach Geschichte, ganz klar natürlich. Und ich denke, der Staat geht es sehr falsch an bei vielen Sachen. Sie geben halt Geld, aber ich denke, ein Großteil der Politiker haben Angst vor Indianern. Einfach deshalb, weil sie politisch nicht wissen, wie sich Indianer gegenüber verhalten sollen. Dann geben sie ihnen lieber Geld, dann sind sie erstmal ruhig für einen Augenblick. Man kann sicherlich bei Indianern auch viel falsch machen, wenn man nicht genau weiß, was die Gebräuche und Geschichte sind. Und ich denke, viele Politiker haben auch gar nicht das Interesse oder Lust, sich daran oder jetzt damit zu befassen. Es ist natürlich auch, David hat darauf hingewiesen, ein Fass, was hier geöffnet zu werden. Natürlich. Im Augenblick sind die hier auf, glaube ich, über 600 Reservate. Also Kanada ein Land, 600, glaube 33 Reservate. Ein Land, das nur Indianern gehört hat, mit einem Verständnis, dass ihnen das Land quasi gar nicht quasi grundbuchmäßig gehört hat. Das ist eine ganz andere Denke. Und jetzt kommen plötzlich Leute her, machen irgendwo Square Miles und sagen, das gehört mir jetzt privat, betreten verboten, sonst schieße ich dich nieder. Du darfst hier irgendwo in der Ecke im Reservat wohnen. Wenn du das Fass aufmachst, ist natürlich... Das ist ein zweiter Aspekt, den ich noch gar nicht angesprochen habe. Was sicherlich passiert ist vor vielen Jahren, ich habe auch eine Firma, die Land erschließt hier in Kanada, bin ich von Häuptlingen angesprochen, die uns Land erwerben wollten. Das habe ich nicht verstanden, weil meiner Meinung nach hatten ja die Häuptlinge und die Reservate sehr viel Land. Bis mir die Häuptlinge sagten, Rolf, das Land gehört uns nicht. Wir haben ja eine Art Gemeinschaft, die gehört dem Staat. Wir haben zwar eine gewisse Jurisdiktion im Reservat, aber Tatsache ist trotzdem, dass der Staat noch viel zu sagen hat. Übrigens werden auch die Häuptlingsgehälter und auch andere Gehälter vom Staat bezahlt, was Vor- und Nachteil hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und es war dann so, als sie Land kaufen wollten, wollten sie endlich mal eine Eigentumsurkunde haben. Und dann habe ich ihnen halt ein Grundstück verkauft, wo sie ein eigenes Haus drauf bauen konnte, damit es endlich mal ihnen gehört hat. Denn auf dem Reservat gibt es eben nicht. Der Staat gibt öfter Geld und dann wohnen halt Indianer in diesen Häusern, die mehr oder weniger mehr schlecht als recht gewartet werden. Und dort müssen dann die oft auch zusammengefercht wohnen, wenn sie überhaupt im Reservat ein Haus bekommen. Ja. Das ist schon sehr, sehr hart. Deshalb, also ist es ein bisschen fast wie das kommunistische System. Indianer können im Reservat kein Eigentum haben. Was schwierig ist, denn Leute haben ja Stolz bei allen Sachen, die sie machen. Aber wenn sie Haus zum Beispiel pflegen, dann bringt das gar nichts, weil es gehört ihnen sowieso nicht. Ja. Und das siehst du natürlich auch dann an Reservaten. Bei dem, was wir hier sehen, ich würde gerne auf zwei Bilder
die auch dir persönlich wichtig sind, näher eingehen. Ja. Du hast von einem jungen Künstler sein allererstes Bild, was viel für die westliche Zivilisation, für den, ja, also wirklich den Kapitalismus, so die, den Spiegel vorhalten, ein interessantes Bild bekommen. Michael, das ist ein Bild, was ich dir wirklich zeigen wollte. Das habe ich vor circa 3 Jahren erworben von Darren Julien. Das war das einzige Bild, was er gemalt hatte. Er hatte damals auch kein Geld mehr für Farben, Pinsel, Leinwand. Ich habe ihm dann ein neues gekauft. Was mich an dem Bild sehr beeindruckt hat, und das kannst du eigentlich sehen, ist die Message, die Botschaft in dem Bild. Du hast auf der linken Seite einen gesunden Baum, sprich eine gesunde Baumhälfte. Mhm. Du hast dort Zelte, du hast Möwen, Vögel, alles sehr gesund. Du hast die rechte Seite mit Wolkenkratzern und der Stadt. Und du kannst ganz klar nachvollziehen, wie dort auf einmal alles tot ist. Der Baum ist ja vollkommen abgestorben. Und das ist sicherlich, wie das viele unserer indianischen Freunde sehen, weil es wurden immer mehr Städte gebaut, es wurde Land weggenommen. Aber nicht nur das Land weggenommen, sondern auch einfach alles zubetoniert. Du kannst es ja nachvollziehen. Ich meine, schau dir das Bild an. Und das ist halt sehr traurig, dass das passiert ist und bis heute noch passiert. Darum fand ich dieses Bild sehr wichtig und auch sehr signifikant und wollte es dir einfach mal zeigen. Darren Julien ist sehr stolz auf dieses Bild. Übrigens, ich habe ihn dann gebeten, ob er auch seine Frau malen kann. Die malt auch sehr gut. Du hast Bilder von ihr hier und auch seine Mutter. Seine Mutter macht nämlich diese Stachelschwein-Borsten-Körbe. Also eine Familie, die künstlerisch sehr begabt ist, aber einfach die Chance haben musste, durch finanzielle Unterstützung erstmal anzufangen. Mittlerweile hat Darren für uns wahrscheinlich 150 Bilder gemalt und er wird einfach besser. Er macht jedes Mal interessantere Bilder mit noch mehr Botschaften drin. Ich hatte euch vorhin das Bild gezeigt, 21 of Us Family Roots, wo die Wurzeln waren. Das ist auch, was Darren gemalt hat danach dann. Das heißt, er ist wirklich ein sehr guter Künstler, der jetzt auch eine Chance hat. Vorher kannte ihn keiner. Mittlerweile ist er in Kanada schon recht bekannt geworden. Das ist halt sehr wichtig, den Leuten die Chance zu geben. Du hast in diesem Bild ja so etwas wie, ja, ich sag mal, eine kritische Auseinandersetzung mit der Zivilisation. Ja. Und du hast ein indianisches Bekenntnis zu der Tradition. Richtig. Also die Natur, die Nachhaltigkeit, die Lebewesen hier, die Vögel und so weiter, die funktionieren nur in dem Einklang mit der Natur, ja, genau, in der indianischen, genau, Weise. Hier ist alles, weißt, ja, du, kaputt. Weißt du, das erinnert mich ein bisschen an, was Sandra Simon sagte, die Mutter von unserem Künstler hier, von Darren Julien. Wenn sie für ihre Stachelschwein-Borsten-Körbe dann irgendwo sich die Rinde vom Baum holt, betet sie für den Baum. Und sie achtet darauf, dass der Baum auch nicht kaputt geht. Denn wie gesagt, du magst ja nicht so viel abreißen, dass der Baum kaputt geht. Und das zeigt dir eigentlich auch genau das im Endeffekt, was der Sohn dann hier beschreibt. Der Baum lebt noch auf der Seite, wo die Indianer wohnen und ist eben tot, komplett, auf der Seite, wo die Zivilisation, der weiße Mann halt wohnt. Also etwas, wo man dann einfach als Weißer, ich meine, mal so ein bisschen mit der Nase draufgestoßen wird, klar, auch nachdenklich zu werden, was wir eigentlich mit Natur, was wir mit Lebewesen, was wir doch insgesamt so anrichten. Du, es ist sehr, sehr wichtig. Ich bin ja auch in Kanada Land Developer. Wir schließen ja auch Land und eins probiere ich immer zu machen, möglichst wenig in die Natur einzugreifen. Das heißt, wir bauen Straßen so klein wie notwendig, Stromleitungen auch, denn wir wollen einfach die Natur natürlich langfristig bewahren. Und es ist sehr wichtig, eben nicht alles zuzubetonieren. Also das ist für mich immer ein sehr wichtiger Aspekt. Denn hast du von den indianischen Freunden da auch was gelernt? Du, ich habe ganz viel von den Indianern gelernt. Schön. Gar keine Frage. Ja, gar keine Frage. Absolut, ja, natürlich. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke, von dem unsere Politiker immer nur schwätzen, ist natürlich etwas, was die Indianer eigentlich nie anders gemacht haben, als eben so nachhaltig kann man so zu sagen, leben und zu denken. Kann man so sagen. Weißt du, ich denke an gewisse Sachen, den Respekt einfach, den viele Indianer vor der Natur haben. Du hast heute Raven kennengelernt. Ich habe zu Hause einen großen Fischteich und eine Hirschfarm. Und wenn dort Raven mal einen Fisch fangen würde oder es wird ein Hirsch geschossen, dann betet Raven für dieses Tier. Ich sehe da, wie sie mit ihren 3 Söhnen da rausgeht und wirklich andächtig für das Tier betet oder für den Geist des Tieres. Das ist für mich Respekt. Ich komme vor Jahren in Deutschland aus der Landwirtschaft. Ich habe 2 Ausbildungen Landwirt und Automechaniker gehabt. Und die Landwirtschaft weltweit ist sicherlich sehr bedenklich, was dort passiert. So sehe ich das jedenfalls. Und das war auch für mich ein Anliegen, warum ich auf der Hirschform dann später, ich kann gerne später auch nochmal darüber reden, auch gesagt habe, ich möchte gerne Tiere anders halten.
Jedenfalls die Indianer können das nachvollziehen und finden die Hirschfarm auch toll, weil sie wissen, es geht mir einfach um das Wohlergehen auch der Tiere da draußen. Also du sprichst es an und wir müssen es auch gar nicht verschieben. Mhm. Du hast eine Hirschfarm, wo die Tiere in einem großen Gebiet in freier Wildbahn leben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich eine Hirschfarm, die auch dazu beiträgt, dass ein Lebensmittel daraus entstehen soll. Aber der Umgang mit den Tieren ist eben einer, wo du sagst, du hast das vielleicht irgendwie von deinen indianischen Freunden gelernt. Ich denke, das ist ein Aspekt. Ich habe sicherlich gesehen in der Landwirtschaft, in vielen Ländern, ich will jetzt gar nicht spezifisch mal sagen, wie man es nicht machen soll, wo ich also mit Andreas Popp absolut auch konform gehe, ist, ich sehe sehr oft, wie Tiere missbraucht werden, auf den Bauernhöfen durch Massenhaltung. Massentierhaltung brauchen wir nicht. Aber auch auf den Schlachthöfen. Ja. Und ich denke, da ist einfach gar kein Respekt mehr da. Du hast dich bei mir die Hirschfarm auf vielerlei Art und Basis ergeben. Ich bin eigentlich Tierfotograf. Ich fotografiere Elche, Bären, Hirsche und so weiter. Und ich wollte keine überzüchteten Tiere mehr haben oder sehen zu Hause dann schon gar nicht. Ich wollte also einfach Tiere haben, die sehr edel sind, aber auch autark sind. Ich mache bei den Hirschen eigentlich gar nichts, außer ein bisschen Holz dafür dann im Endeffekt. Und ich denke, das war für mich sehr wichtig. Die Hirsche leben sehr gesund und wenn sie dann geschlachtet werden, werden sie wirklich auf der Wiese geschossen und fallen einfach tot um. Wobei, der Punkt ist aber auch da, ich hatte ursprünglich gar nicht wirklich erwogen, Tiere zu schlachten. Für mich ging es um eine andere Sache. Es gab hier früher in der freien Wildbahn Weißwedelhirsche. Und diese Weißwedelhirsche sind bis heute noch vorhanden, aber in Gehegen und Farmen gab es früher immer nur Rothirsche und Dammhirsche. Und diese Gattung droht auszusterben, weil die Farmen alle aufhören. Das heißt, mir ging es also eigentlich eher darum, diesen Tierbestand zu retten, diese Art der Rothirsche und der Dammhirsche in Kanada zu retten, denn die wären sonst einfach nicht mehr da. Ja. Dass wir irgendwann auf das Problem gestoßen sind, dass wir so viel Böcke hatten, die dann mit ihren Geweihen die Zäune kaputt gemacht haben und dadurch Kojoten reinkamen, war ein Problem. Dadurch musste ich hinter Böcke schießen. Es geht aber eigentlich nicht wirklich um Fleischproduktion dabei. Klar geht es in gewissem Rahmen ohne Autarkie für schlechte Zeiten, aber es geht mir nicht wirklich um Fleischproduktion, überhaupt nicht. Bei dem Thema Respekt vor der Natur, Respekt vor anderen Lebewesen haben wir heute auch eine ganz andere Künstlerin kennengelernt, eigentlich die ein ganz altes Handwerk produziert und lebt und die mir vorhin erzählt hat, wenn sie von einem Baum die Rinde nimmt, die sie braucht, die betet dafür, dass sie dann vorher ein kleines Ritual macht und sich eben auch bei diesem Baum als Lebewesen entschuldigt. Ach, das ist so es berührt ganz eigen, wenn man so etwas hört, weil es so völlig abwegig in der kapitalistischen Welt erscheint, zu sagen, da werden Bäume gefällt und fertig. Du sprichst von Sandra Simon. Ich spreche von Sandra, genau. Sandra ist die Mutter von Darren. Interessanterweise eine Familie wiederum. Mutter macht halt diese Quill Baskets, die ich gleich kurz erklären werde. Und Darren ist eben ein Maler. Und die Mandy, die Schwiegertochter, macht Trommeln zum Beispiel wie hier. Aber eben auch jetzt auch eine Menge tolle Bilder. Wenn wir von Sandra Simon sprechen, ist einfach Folgendes. Indianer sind gewohnt, alles aus der Natur zu nehmen und wirklich alles aufzubrauchen, bei den Tieren, wenn man schlachtet, was auch immer. Und Sandra hat einfach eine Kultur probiert zu retten. Sie ist eine von 12 Frauen, die das gemacht haben. Sie ist die Letzte und sie probiert das gerade noch jungen Indianer beizubringen. Sie macht Quill Baskets. Quill Baskets sind kleine Körbe, die aus den Stachelschweinborsten von toten Stachelschweinen gemacht werden und aus Birkenrinde. Und in der Tat, sie beten wirklich für den Baum, machen die Rinde so ab, dass der Baum um Himmels willen nicht dabei krank wird oder abstirbt. Und dazu kommt noch Sweetgrass, ein Süßgras, was auch sehr, sehr interessant riecht. Thank you.
Und aus diesen drei Komponenten macht Sandra dann Kühlbaskets. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Wir hatten hier einen zum Beispiel. Und interessant war halt, Sandra hatte damit kein Geld verdienen können viele Jahre lang, denn sie konnte davon deshalb nicht leben. Diesen Korb zu machen dauert 4 bis 5 Wochen. Dafür hätten Leute ihr $100 geboten. Du, weißt du was, da kann keiner von leben, für $20 die Woche zu arbeiten. Sie hat also vollkommen aufgehört. Sie hat sich dann 20, 30 Jahre lang in der Altenpflege jetzt betätigt. Und sie ist auch eine sehr tolle, leidenschaftliche Frau, die auch sich wirklich gerne um alte Menschen kümmert. Ich habe dann gesagt, Sandra, schau mal, du bist die letzte Frau, die das kann. Man könnte ja hingehen, die auch mehr für diese Baskets bezahlen, damit du die wieder machen kannst. Und wir haben jetzt eine Sammlung. Ich zahle dann schon für so einen Basket um die $1,000. Aber sie arbeitet eben auch 4, 5 Wochen daran. Ich denke, das ist auch wirklich wert. Und darauf ausgebaut ist sie jetzt in der Lage, mehr Kühlbaskets zu machen. Und wir haben eine sehr große Sammlung schon, die auch durch ganz Kanada, übrigens in Museen, dann auch rotiert. Und sie bildet aus. Sie hat mir erzählt, dass sie selber ausbildet und dass es inzwischen 100 Menschen gibt, die das, die Technik beherrschen. Ja, ja. Lustigerweise geht das ganz relativ jung bei kleinen Kindern, oft Mädchen. Aber es sind auch erwachsene Männer dabei, die das lernen natürlich und erlernt haben. Insofern ist hier eine ganz alte Tradition, kulturelle Tradition der Indianer, ja, durch dein Engagement und durch die Möglichkeit, die dieses Zentrum hier bietet, gerettet worden. Die ist insofern ganz besonders, weil sie ja mit ihrem Stamm was zu tun hat, mit den Mi'kmaqs. Richtig, die Mi'kmaqs sind eigentlich der Stamm, der an der Ostküste hier primär die ganzen Jahrhunderte da war. Und das war zum Beispiel eine Tradition der Mi'kmaq, die haben diese Quillbaskets gemacht. Im Gegensatz zum Beispiel zu Indianern an der Westküste, die hätten eher Totempfähle gemacht. Ja. Da haben wir auch Totempfähle, aber die kommen von einem Indianer, der es gelernt hat von anderen, ja, Indianern und von einem deutschen Freund, der es in Kooperation mit Indianern gemacht hat. Und die Mi'kmaqs wurden von den anderen Indianern die Stachelschwein-Leute genannt, weil sie eben diese Stachelschwein... Du kennst dich schon gut aus, ja, nach ein paar Tagen, ich sehe das. Freut mich zu hören, war einfach so, ganz genau. Und das, insofern ist das eine ganz spezifische, hiesige, kulturelle Besonderheit der Mi'kmaqs von hier. Und es ist eben umso wichtiger und dankenswerterweise, dass die einzige Frau, die das noch konnte, jetzt immerhin 100 weitere gefunden hat oder hat ausbilden können, ja, ich bin die froh, diese Technik ebenfalls beherrscht. Und das war für mich auch sehr wichtig, die Indianer wieder ausbilden zu können. Eine zweite Sache, die passierte, irgendwann kam ein Indianer rein, ich habe für seine Tochter auch relativ viel getan, die ist auch eine Künstlerin unseres Friends United Projektes, und er hat dann angefangen, in Holz mehr zu machen, dann brachte irgendwann einen Bogen rein, diesen Bogen hier. Er sagte, Rolf, ich möchte mich bei dir bedanken. Ich sage, wofür? Weil du meiner Tochter viel geholfen hast und weil du uns auch wieder Stolz gibst als Volk. Und er hat dann diesen Bogen gemacht. Er hatte das auch ewig nicht gemacht, weil das Gleiche der Fall war. Man hat ihm dafür wenig Geld bezahlt. Er geht in den Wald, findet ein spezielles Holz, schaut sich 10, 15, 20 Bäume an, holt dann einige von diesen Bäumen, die er für gut hier verhält, raus, schält die und legt das dann in 3, 4, 5 Wochen ins Wasser. Und es wird dann jeden Tag mehr gebogen, bis dabei ein Bogen rauskam. Hat er mir dann geschenkt. Ich habe mich auch sicherlich sehr geehrt gefühlt, denn sowas kriegt man einfach nirgendwo. Ja. Indianer das auch kaum noch machen können. Ich habe ihn jetzt gebeten, weitere Bögen zu machen, um auch da wiederum eine Kunst zu retten, die es auch eigentlich kaum noch, ja, gibt. Ja. Und es geht weiter mit Birken, Birchbark-Kanus, mit Kanus aus Holz. Wir probieren halt vieles wieder zu beleben. Und ich denke, es funktioniert. Es dauert, weil es natürlich Zeit braucht, aber die Indianer uns erstmal vertrauen müssen. Sie kennen uns ja oft noch gar nicht im Anfang. Und zweitens, weil ich eben alles alleine finanziere und das ist manchmal gar nicht so einfach, das zu machen. Ja. Aber es klappt dann schon. Chief Morley hat mir heute gesagt, dass es für Sie von ganz großer Bedeutung, und das sind die Dinge, die du hier ansprichst, das sind eben nicht nur Gemälde, es sind nicht nur Stachelschweinkörbe oder die Bögen oder es sind Skulpturen. Es ist die ganze Breite kultureller Besonderheiten, dass es für Sie ganz wichtig ist, die Erziehung der Kinder wieder in die eigene, ja, in die eigenen Hände muss zu sein, nehmen. Muss einfach sein. Nur so kann die Kultur weitergegeben, richtig, werden. Das ist effektiv so. Ich denke, Indianer probieren händeringend wieder ihren Kindern die Mi'kmaq-Sprache beizubringen, die letzten Sprache, Reste, die man, genau, kennt. Ja. Übrigens, du hast heute Roderick McDonald kennengelernt. Er hat in dem Zusammenhang das Gaelic College übernommen. Da geht es um die gälische Sprache, die auch wiederbelebt werden soll. Roderick McDonald hat also als Ministerpräsident und auch heute probiert, beide Sprachen wieder zu beleben, weil er einfach gesehen hat, das ist sehr wichtig. Unsere Kanadier, ich wollte noch kurz darauf eingehen, können oft nicht nachvollziehen, warum ich und vor allem Europäer, auch andere Europäer,
die indianische Kunst und Kultur jetzt für so wichtig halten. Und ich sage immer, schau mal, wenn ihr nach Deutschland geht, warum geht ihr nach Deutschland? Und sagen die meisten Kanadier, du, weil wir einfach eine Kultur sehen, die ist tausende von Jahren alt. Wir sehen Burgen und Schlösser. Sag ich, siehste, so geht es den Europäern auch. Die kommen nach Kanada und die wollen nicht 140 Jahre von irgendwelchen Minenmuseen sehen oder von irgendwelchen Landwirtschaftsmuseen. Die möchten gerne indianische Kultur sehen. Und ich sage, das ist, warum Europäer hierher kommen, unter anderem auch noch für Natur und für Wildnis. Und dann verstehen es die Kanadier auch, denn viele Kanadier schaffen es doch nicht wirklich zu sehen, warum die Indianer wichtig sind mit ihrer Kultur, obwohl es eigentlich der älteste Teil der kanadischen Geschichte ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Und alt heißt, muss man dazu sagen, dass wir hier über die ersten Ausgrabungen und Funde reden, ja, die irgendwie 10.000 oder 12.000 Jahre alt sind. Also das sind echte Dimensionen, über die wir hier reden. Richtig. Ich habe es also gesehen in einem Fall. Ich hatte eine kanadische Kellnerin, die wirklich sehr gut, eine gute Kraft war, nett und freundlich, auch eine gute Familienmutter. Aber ich brachte irgendwann dann mal indianische Freunde mit ins Café. Wir waren auch schon im Café. Und dann hat sie also sehr unfreundlich unsere indianischen Freunde bedient. Und ich kannte das gar nicht von ihr. Ich bin in die Küche gegangen und habe gesagt, sag mal, was ist denn los? Sagt sie, ich habe keine Lust, diesen Pack das freundlich zu servieren. Ich weiß, wie die sind. Ich bin mit denen zur Schule gegangen. Habe ich gesagt, du, pass mal auf, das kann gar nicht sein. Du bist mit denen nicht zur Schule gegangen, weil die kommst aus einer ganz anderen Provinz. Und dann sagt sie halt, die sind aber alle gleich. Es gibt viele Vorurteile auch bei Kanadiern. Man muss natürlich auch fair sein. Was sicherlich passiert ist, viele Indianer sind in Drogen und Alkohol reingezogen worden vom weißen Mann. Teufelskreis haben wir angesprochen. So schickt man solche Kinder in die Schule mit weißen Kindern, dass es da Problematik gibt, ist natürlich ganz klar. Und man muss auf beiden Seiten, ich denke, mit viel Toleranz und auch Vergebung diese ganze Sache angehen, weil anders geht das überhaupt nicht. Indianer haben halt eine Menge Probleme. Viele unserer Künstler, die heute gottbegnadete Bilder malen, sind Alkoholiker, zwar reformierte Alkoholiker, die trinken auch nicht mehr, aber haben früher sehr viel getrunken. Also insofern hast du natürlich hier, du hast ja auch Jobs geschaffen, du hast natürlich einen Beitrag dazu geleistet, nicht nur, dass diese Traditionen erhalten, sondern dass auch zum Teil Einzelschicksale nochmal eine gute Wendung genommen haben. Du hast von einem Indianer, der so seine spezifischen Erfahrungen mit deiner alten Heimat, mit Deutschland gemacht hat. Du sprichst von Chief Lawrence Paul. Das war interessant, hätte ich nie erwartet. Ronald McDonald und ich, wir kamen rein bei ihm und er zog uns gleich einen Indianerschmuck auf, was ja ungewöhnlich ist, denn das ist eigentlich eine große Ehre. Ja. Dann haben wir gesagt, warum? Und dann hat er gesagt, bei Rodney, weil er als Ministerpräsident viel für meine Menschen, mein Volk getan hat. Und bei dir, Rolf, aus zwei Gründen. Erstens, ich habe gehört, was du für mein Volk machst und ich fühle mich sehr geehrt und ich finde das toll, dass du so vielen Leuten hilfst, aus der Armut rauszukommen und unsere Kultur weltweit wieder bekannt zu machen. Aber zweitens sagt er, ich liebe die Deutschen. Und dann habe ich gesagt, du bist jetzt 70 Jahre alt, plus minus, denke ich. Woher liebst du die Deutschen? Woher hast du mit Deutschen Kontakt gehabt? Dann hat er gesagt, Rolf, was du gar nicht wissen kannst, ich erkläre es dir jetzt. Viele von uns Indianern waren natürlich in den 40er, 50er, 60er Jahren als sehr minderwertig angesehen und wir hatten die durften damals noch nicht mal wählen. Und zu entgehen, aber um dem weißen Mann gleichgestellt zu sein, sind sie in die Armee gegangen, die kanadische Armee. Und was hat man gemacht? Man hat sie als Friedenstruppen nach Deutschland geschickt. Das heißt, viele Kanadier. Also in Kalten Kriegszeit beispielsweise. Viele Kanadier, die drüben waren, in 50er, 60er Jahren, waren eigentlich Indianer gewesen. Die sind heute aber oft Häuptlinge. Und eins haben sie nie verstanden oder haben sie sicherlich toll gefunden. Die Deutschen haben sie sehr verehrt und die Kanadier damals so gar nicht überhaupt großartig. Ich denke, ich führe das oft auf Karl May zurück, denn Karl May hat ja sicherlich mit seinen Büchern sehr viel beschrieben, wie Indianer spirituell waren und mit der Natur auch in Einklang gestanden haben. Also ich glaube, die besondere Liebe und der besondere Respekt und die Bewunderung, die man als Deutscher der indianischen Kultur entgegenbringt, bis auf den heutigen Tag. Ist einfach da. Bei all den Fehlern, die der alte Karl May gemacht hat, aber das haben wir ihm echt zu verdanken, dass wir da also voller Verehrung auf diese Menschen gucken. Ich würde noch, du hattest den Künstler am Anfang, den wir angesprochen hatten, Darren Julian angesprochen, er hat noch ein zweites, also er hat viele Bilder, aber ein zweites sehr bemerkenswertes Bild gemacht, das auf den ersten Blick
wo der Titel auf den ersten Blick total irritiert, ja, absolut. Was aber dann so viel Weisheit enthält, dass ich dich einfach bitten würde, dazu noch mal einen Satz zu sagen. Dieses Bild heißt Our Family Roots und dann 21 of Us. Als mir das Bild damals gebracht hat, habe ich nicht wirklich verstanden, warum er von 21 Menschen sprach. Und ich habe dann lange mir das Bild angeschaut. Übrigens ging das auch vielen Seminarteilnehmern der letzten Gruppe. Du kannst sehen, 1, 2, 3, 4 Gesichter, aber dann fehlt bitte mal die anderen der Familie. Und wenn du genau hinschaust, wirst du sehen, dass hier über Gesichter sind. Und er sagt halt, Rolf, das sind meine Vorfahren hier. Und diese Vorfahren sind ja auch sehr wichtig für uns. Und daraus kommen eben Bäume und Natur wiederum. Und auch das heutige Leben. Und hat man dann das eben gezeigt, wie hier im Einzelnen die Wurzeln seine Vorfahren darstellen. Fand ich sehr beeindruckend. Viele dieser Bilder sind so konzipiert, du musst wirklich das genau anschauen, weil du im ersten Augenblick gar nicht wirklich mitbekommst, worum es dabei geht. Und wenn du einfach die Zeit lässt, es sind ja oft auch sehr spirituelle Bilder, dann kannst du einfach viel mehr erkennen dabei. Es geht um Farben, um Perspektiven, um gewisse Figuren und so weiter und so weiter. Ja, jedenfalls, da könntest du also ganz gut. Also was hier erkennen. Schön dann deutlich wird, ist dieser Ahnenbezug bei den Absolut. Indianern, der ist ja bei uns komplett verloren ja. gegangen. Leider. Das ist toll bei dieser Tradition, in dieser Kultur. Also bei Indianern war es ohnehin so, dass meistens die Großeltern die Kinder erzogen haben. Denn der Vater war ja früher der Jäger. Ja. Mutter hat dann eher geholfen, Essen zuzubereiten etc. etc. Das heißt, die Großeltern haben früher immer die Kinder erzogen und aufgezogen. Das ist halt hier auch sicherlich mit reflektiert. Familie war bei Indianern immer ganz, ganz wichtig. Ich meine, das wisst ihr selber ohne Frage. Ja. Es sollte ja eigentlich auch heute so sein, dass die Familie die Zelle der Gesellschaft noch ist, die erste, kleinste Zelle. Und leider werden ja viele Familien weltweit kaputt gemacht, was sehr schade ist. Da wird bei uns kräftig dran gearbeitet. Natürlich, ja, natürlich. Ja. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Bild. Ich habe es auch damals wirklich gerne gekauft, weil es unheimlich viel wiedergibt, wie Indianer in Einklang mit der Natur stehen und halt auch ihre Vorväter immer noch sehen und auch probieren, dort die Kultur wiederzubeleben. Auch diesen Stellenwert, den eben die Ahnen haben, ja, etwas, wo man bei uns natürlich unendlich viel lernen kann, weil wir uns ja in besonderer Weise von allen Wurzeln, allen Ahnen, allem, was historisch mal gewesen ist, so weit wie möglich versuchen zu entfernen und damit eigentlich einen kompletten Unsinn machen, als zu begreifen, dass wir natürlich alle auf Leben und unsere Wurzeln in der Vergangenheit haben. Richtig. Mit all den Fehlern, mit all den Verbrechen, mit all dem Guten und Schönen und dem Bösen. Aber es sind eben unsere Wurzeln. Und das kommt in diesem Bild so wunderschön zum Ausdruck. Ich denke, Indianer probieren, gerade in der heutigen Zeit der Familie, wieder mehr Bedeutung beizumessen. Man probiert, Mahlzeiten zusammen einzunehmen, wenn es irgendwo geht. Ich probiere es zu Hause übrigens auch zu machen mit meinen Kindern. Ich denke, die heutige Gesellschaft ist ziemlich zerrüttet, weil man kaum noch zusammen isst, kaum noch miteinander spricht. Ich sehe teilweise Ehepartner, der eine schaut sich abends 4 Stunden Fernsehen an, der andere surft im Internet. Die Kommunikation geht immer mehr verloren bei allen Menschen. Und Indianer probieren jetzt, und ich gebe auch mit Indianern zusammen, diese Kommunikation gerade innerhalb der Familie wiederzubeleben. Das ist extrem wichtig, denn die Familie ist die kleinste Zelle eines jeden Staates. Für mich war es sehr wichtig, dass diese Künstler von dieser Sache leben können. Diese Künstler werden jetzt wirklich zu, wir sagen, Independent Entrepreneurs, also zu selbstständigen Menschen, und das ist sehr wichtig, die auch wirklich in der Lage sind, ihre Familie vernünftig zu ernähren. Denn darum geht es ja bei dem Friends United Projekt unter anderem, nicht nur Indianer als Botschafter Kanadas zu zeigen weltweit, sondern eben auch darum, dass diese Indianer sich gut ernähren können davon. Und ich muss wirklich sagen, viele der Indianer sind mittlerweile auch echte Musterbeispiele in den Reservaten geworden. Und das ist einfach toll zu sehen, wie die Indianer unserer Gruppe und anderen Indianern mittlerweile auch wirklich geehrt werden, weil sie das machen, was sie machen an Kunst. Denn früher Vorbildcharakter, der abfärbt. Absolut. Denn früher hat sie ja keiner gekannt. Ja. Genau. Lieber Rolf, ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. Es ist ein ganz besonderes Projekt, was du viele tausend Kilometer von deiner ursprünglichen Heimat entfernt hier aufgebaut hast und wo man merkt, einerseits deine Liebe und das Engagement für die indianischen Freunde und andererseits, wenn man mit den Indianern selber redet, welch eine Wertschätzung sie dieser Arbeit deiner Person gegenüber entgegenbringen. Und man kann eigentlich nur sagen, dass diesem Projekt weiter Erfolg gewünscht werden kann und man eigentlich nur hoffen kann, dass es in dieser Form weitergeht. Denn der Beitrag, eigentlich müsste es ganz, ganz viele Rolf Baumanns geben, dass dieser Beitrag, den man hier eben zu dieser alten Kultur und zu dem Erhalt der alten Kultur leistet, eben etwas ganz Besonderes und Wertvolles ist. Und insofern viel Erfolg weiterhin und ein herzliches Dankeschön.
Liebe Zuschauer, wir blenden www.friends-united.ca, also die kanadische Kennung als Internetadresse ein. Wie schon angekündigt, diese wundervollen Bilder wird es künftig, so etwa ab Sommer 2013, auch als Drucke geben. Insofern lohnt es sich dann auf die Seite zu gehen und dann auch die Bestellmöglichkeit zu aktivieren, um hier eben sich den ein oder anderen Druck zu holen und sich damit nicht nur schöne Sachen, sondern auch viel Nachdenkliches, Spirituelles und Philosophisches ins Haus zu hängen und gleichzeitig eben ein Projekt mit zu unterstützen, was dem Erhalt der indianischen Kultur hier im Ostteil Kanadas zugutekommt. Für die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament.